Das sind Teilnehmer des Winter Convenience Forums. Hier stand vom 11. bis 14. März 2018 alles im Zeichen des Shopgeschäfts. Fast alles. Denn das Tagungsprogramm sah neben hochkarätigen Vorträgen auch Zeiten zum ausgiebigen Netzwerken und für die sportliche Betätigung vor. Das Tagungshotel Krallerhof. Es liegt im Salzburger Land in einem der schönsten Skigebiete Österreichs. Ich möchte mit dieser Veranstaltung dazu beitragen, dass das Veranstaltungsportfolio des Bundesverbandes Freier Tankstellen ergänzt wird mit einer Veranstaltung, wo genau das im Vordergrund stehen soll. Nämlich, dass wir miteinander reden können, dass wir voneinander profitieren und dass auch der ein oder andere nicht damit, sagen wir mal, zurückhält, manche Vertraulichkeiten wiederzugeben. Glaube ich, spreche im Namen aller Teilnehmer und Referenten, es gibt schlechtere Montagmorgen, um aufzustehen. Also Peter Herm, als du mich gefragt hast, ob ich hier Teil der Veranstaltung sein möchte oder was ich davon halte, fand ich die Idee toll und muss sagen, fühle mich bestätigt. Vielen, vielen Dank, tolle Location, tolles Hotel, tolles Team, auch vielen Dank an das gesamte Team von Herm, so zahlreich hier. Ich glaube, jeder fühlt sich wohl und ist erstmal einen großen Applaus wert. Vielen Dank. Dort werden vegetarische Produkte angeboten, Bioprodukte, gesunde Produkte. Es werden auch sehr schöne To-Go-Produkte mit untergebracht in diesen Regalen. Ein langer Tisch in der Mitte. Also wenn man sagt, ich möchte auf dieses Sortiment gehen, dann ist diese Auswahl der Einrichtung perfekt und genial gelöst. Wie sah es dann aus nach dem Umbau? Was ist raus geworden aus der frischen Welt, aus der Atmosphäre, den hochwertigen Boden, der Decke? Der Blumendeko. Nochmal ganz kurz zurück. So sah es aus. Sie erinnern sich? Und da haben wir sie. Ausnahmslos. Ausnahmslos. Wer da reingeht. Oh, das ist ja schön. Das ist ja angenehm. So was habe ich noch nicht gesehen. Ausnahmslos. Allein deshalb hat sich die Investition schon gelohnt. Heute Morgen auch gesehen bei Christian Warning. Hier vorne frische Produkte, die unsere Kundinnen und Kunden konditionieren, dass es hier frisch zugeht. Links die zwei Kassen, rechts der Produktionsbereich mit der Ausgabe, hinten die drei Kaffeemaschinen, oben drüber leicht frische Welt. Selbst die Eistruhe ist in diesem Style ausgerüstet. Frau Reyers und ich haben sehr lange daran gefeilt. Es dauert länger, als man denkt. Sie hat teilweise schon gesagt, Mensch, Herr, jetzt müssen wir es nochmal ändern. Sie sagt, ja, Mann, es lohnt sich. Ich glaube, ich habe ihr viele Nerven gekostet. Alles vergessen. Klasse. Vor dem Umbau, meine sehr verehrten Damen und Herren, hatten wir ca. 27% Frauenanteil und roundabout 73% Männeranteil in diesem Objekt. Sie erinnern sich an den Shop im Bestand. Frau Kützner hat sich die Arbeit gemacht, übrigens am 22. Februar zum letzten Mal, und sich an die Videoanlage in Mosbach gesetzt und hat das Kassenjournal, den Ausdruck, mit den Videoaufzeichnungen abgeglichen, welche Person am POS, an der Kasse, welchen Umsatz getätigt hat. Und deshalb können wir das auch so sagen. Vor dem Umbau kauften 8% aller Frauen Bistroprodukte. Und 3 bis 4 Monate nach dem Umbau, die Frau Kützner ist da, die hat am 22. Februar nochmal den ganzen Tag mit Video analysiert, kaufen ca. 13% aller Frauen Bistroprodukte, die an dem Tag da waren. Das ist eine Steigerung von 62%. Ja, wir haben es schon mal geschafft.